die Vorstellung. Hallo und herzlich willkommen hier am Arme-Sünder-Brunnen in meiner Heimatstadt Rodalben. Einer der schönsten Plätze unserer Stadt, vielleicht auch unserer Verbandsgemeinde. Der Platz hier liegt mir sehr am Herzen. Deshalb habe ich auch eine Initiative gegründet und wir pflegen im Rahmen einer Patenschaft diesen Platz. Mein Name ist Wolfgang Denzer, ich bin 56 Jahre alt, seit 32 Jahren verheiratet, habe 3 erwachsene Kinder. Ich bin von Beruf Kriminalhauptkommissar und Diplom-Verwaltungswirt und arbeite beim Polizeipräsidium Westpfalz als freigestellter Personalratsvorsitzender. Ich bin seit rund 20 Jahren in der Kommunalpolitik aktiv, bin erster Beigeordneter hier unserer Stadt Rodalben, bin Fraktionsvorsitzender im Verbandsgemeinderat und gehöre dem Kreistag des Landkreises Südwestpfalz an. Warum möchten Sie jetzt Verbandsgemeindebürgermeister werden? Ich bin einer Ihrer Kandidaten für das Amt des Verbandsbürgermeisters unserer Verbandsgemeinde und habe mich beworben, weil ich der Meinung bin, dass wir hier vieles verändern können, verändern müssen und ich mich dazu in der Lage sehe, mit der Unterstützung der Ratsmitglieder und zunächst mal Ihrer Unterstützung bei der Wahl am 24. September. Was macht die Verbandsgemeinde Rodalben einzigartig? Unsere Verbandsgemeinde liegt hier in einer wunderschönen Landschaft. Wir haben viele Vorzüge zu bieten für Wanderer, für Mountainbiker. Und ich denke, gerade diese Gruppen erleben hier viel Spannendes, kommen gerne in unsere Region. Und das ist eine Geschichte, die wir einfach ausbauen müssen. Zudem ist hier unser Wald, auch von der Optik her, bieten wir einfach vieles. Wir leben in einer wunderschönen Gegend und können wirklich stolz auf unsere Region sein. Meiner Meinung nach müssen wir viel stolzer sein, müssen wir viel selbstbewusster sein, weil es gibt wenige Gegenden, die mit uns mithalten können. In welchen Bereichen gibt es in der Verbandsgemeinde Handlungsbedarf? Es gibt viele Bereiche, die wir verändern müssen. Und ich nenne an erster Stelle zunächst mal den Bereich Tourismus. Wie schon erwähnt, haben wir viele Vorzüge hier zu bieten, die Menschen zu uns in die Region locken. Und wir müssen einfach unsere Region besser vermarkten. Das heißt, wir müssen mehr Öffentlichkeitsarbeit machen, wir müssen unsere Wanderwege ausbauen und wir müssen einfach auf die Leute zugehen und dürfen nicht erwarten, dass die Menschen auf uns aufmerksam werden, sondern wir müssen einfach mehr Werbung machen. Ich bin zudem der Meinung, dass wir gerade was den demografischen Wandel angeht, zu wenig machen. Es darf nicht sein, dass die älteren Menschen hier in unserer Verbandsgemeinde benachteiligt sind. Wir müssen sehen, dass wir die Menschen mobil halten und dass sie bessere Möglichkeit haben, hier nach Rodalben zu kommen. Was ein ganz großes Anliegen von mir ist, ist einfach der Umgang miteinander. Wir pflegen seit Jahren einen politischen Ton, der nicht ganz optimal ist. Das heißt, wir kommen immer wieder negativ in die Presse und Leute außerhalb unserer Verbandsgemeinde wundern sich, wie wir hier miteinander umgehen. Meiner Meinung nach müssen wir mehr Transparenz, wir müssen mehr Respekt und vor allem mehr Wertschätzung uns gegenüberbringen, um das politische Klima einfach zu verbessern und dadurch auch die politische Arbeit und die damit verbundenen Ergebnisse zu verbessern. Ich bin der Meinung, dass wir in der Verwaltung sehr gute Mitarbeiter haben. Allerdings fehlt mir manchmal so ein bisschen die Wertschätzung und die Transparenz. Wertgeschätzte und mitgenommene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen grundsätzlich zu einem besseren Arbeitsergebnis und damit auch zu einer besseren Qualität bei. Wir müssen sehen, dass wir in unserer Verbandsgemeinde möglichst viele Arbeitsplätze bieten. Das ist im Moment nicht der Fall. Wir haben Möglichkeiten mit unseren Konversionsgebieten, insbesondere dem Grünbühl. Und da gilt es, die Stadt Rodalben zu unterstützen
und zusammen in Kooperationen dieses Gebiet zu entwickeln. Ebenso gilt das für den Greffensteiner Park in Münchweiler, denn auch hier gibt es noch Luft nach oben. Was unsere Freizeitgestaltung angeht, müssen wir unsere Radwege, unsere Wanderwege optimieren. Wir müssen das Schwimmbad Biebermühle unbedingt erhalten mit all seinen Alleinstellungsmerkmalen. Und das sind Aufgaben und Herausforderungen, die in den nächsten Jahren zu bewältigen sind. Wie möchten Sie diese Aufgaben lösen? Zum Thema Tourismus muss ich sagen, dass wir einfach unsere Gegend besser darstellen müssen. Wir müssen mehr Geld investieren in Werbung. Wir müssen mehr Geld investieren in Öffentlichkeitsarbeit. Und der ganz springende Punkt ist meiner Meinung nach, dass wir unsere Touristinfo unbedingt im Zentrum haben müssen und auch zu Zeiten, wo also die Leute hier nach Rotalben kommen. Das heißt, es kann nicht sein, dass freitags nachmittags, samstags vormittags oder auch sonntags vormittags die Touristinfo nicht erreichbar ist. Das müssen wir gewährleisten zukünftig. Das machen uns andere Regionen vor und wir müssen da noch erheblich aufholen. Was die Zusammenarbeit angeht, stelle ich mir einfach vor, dass wir alle Fraktionen im Verbandsgemeinderat und alle politischen Verantwortlichen der Ortsgemeinden, dass wir die zusammenholen, dass wir uns öfter treffen, dass wir Besprechungen durchführen, dass einfach auch Informationen ausgetauscht werden, denn das kam in den letzten Jahren zu kurz und hat wesentlich dazu beigetragen, dass sich der politische Ton in unserer Verbandsgemeinde derart verschlechtert hat. In Bezug auf die Verwaltung müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Entwicklungsprozesse eingebunden werden. Es müssen Fortbildungsveranstaltungen besucht werden. Und was mir ganz wichtig ist, die Verwaltung muss viel breiter aufgestellt werden. Es muss gewährleistet sein, dass auch während der urlaubsbedingten oder krankheitsbedingten Abwesenheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Vertreter da sind und die Bürgerinnen und Bürger nicht umsonst zur Verwaltung kommen. Das ist momentan nicht der Fall und muss sich in Zukunft ändern. Die Verwaltung insgesamt muss einfach bürgerorientierter werden. Wir müssen mehr Service bieten und wir müssen auch den Ortsgemeinden müssen wir gewährleisten, dass dort Servicestellen eingerichtet werden, dass die Menschen nicht wegen jeder Kleinigkeit nach Rotalben müssen, sondern dass wir mindestens einmal die Woche in den Rathäusern der Ortsgemeinden Servicezeiten anbieten, wo sie dann gewisse Dinge dort erledigen können.